Lieben. Ich bin heute in Berlin und gleich treffe ich Schauspielerin Jasmin Schwiers zum Shoppen und Feiern. Warum? Lasst euch überraschen. Hallo Jasmin, wie schön, dass du da bist. Du wohnst eigentlich in Köln. Was machst du heute in Berlin? Ich bin jetzt extra für den New Faces Award einmal quer durch die Republik gereist. Ich hoffe ganz ehrlich, dass du ein volles Programm vorbereitet hast, weil mit den Haaren und der Klamotte möchte ich ehrlich gesagt ungern gehen. Da können wir schon eine Schippe drauflegen. Okay, habe ich natürlich. Wir gehen jetzt nämlich in die Driver. Das ist der Megatrend aus den USA und jetzt hat vor kurzem der erste Shop hier in Berlin eröffnet. Lass dich überraschen. Bist du bereit? Ja, absolut. Dann komm mal mit. Und hast du Lust auf einen Cosmopolitan? So früh am Tag? Du bist ja hart drauf. Mach dir natürlich keine Sorgen, das sind die Namen der Looks, die hier geföhnt werden. Ach so, okay, deshalb heißt es auch Drybar. Jetzt habe ich das erst gerafft. Dann hätte ich gerne irgendeinen tollen Look. Genau, hier wird nämlich nicht geschnitten, hier wird nur geföhnt und das hält sogar mehrere Tage. Da bin ich gespannt. Da ist auch schon unsere Stylistin. Unseren Tag jetzt schon. Der New Faces Award ist ja jetzt eher eine jüngere Veranstaltung. Gibt es da Unterschiede, wie man sich für den Red Carpet stylt? Ja, auf jeden Fall. Man passt sich da schon so der Veranstaltung ein bisschen an. Also wenn ich jetzt zum Filmball in Wien fahre, dann darf das was mondäner sein, dann darf das auch richtig klassisch und schön sein. Und New Faces ist jetzt heute Abend eher so eine entspannt, coole Cocktail-Veranstaltung. Jasmin, sag, wie gefällt's dir? Total gut. Ich hätte es alleine nie so hinbekommen. Sieht super schön aus. Danke. Selber. Und jetzt geht's zur nächsten Station. Jetzt gibt's nämlich Make-up. Juhu. Komm mit. Als nächstes gönnen wir uns ja ein wunderbares Make-up und da verrätst du uns deinen Geheimtipp. Wo hast du uns hierher geführt? Genau, das ist ein kleiner Geheimtipp aus Amerika. Was ich total super finde, ist, dass es auch eine nachhaltige Marke ist, also dass sie keine Tierversuche verwenden. Aber mehr erzählt dir vielleicht der Maskenbildner meines Vertrauens, der Carlos da Silva. Der kennt sich damit nämlich komplett aus. Hallo Carlos, Annalena. Hallo. Freut mich sehr. Die Marke ist ja sogar in Hollywood super beliebt. Was ist denn so besonders daran? Also das Besondere in Glow Minerals ist, dass es erstmal kein Talg enthält. Vitamin C, A und E. Sonnenschutzfaktor ist auch mit drin. Und dann grüne Tee-Extrakt. Was zauberst du ihr denn gleich? Naja, also sie hat heute was ganz Besonderes vor. Und wir werden natürlich eine schöne Abend- und glamouröse Abends-Make-up machen. Glow Minerals war in diesem Jahr übrigens offizieller Make-up-Partner der Oscar-Verleihung und schaut mal, auch diese Promis schwören auf die Produkte. Kate Beckinsale, Jude Law, Keira Knightley, Lindsay Lohan, Adam Sandler, Kirsten Dunst, natürlich auch die Männer dürfen. Danke, danke Carlos da Silva. Sehr gerne. Weiter geht's zum Review-Shop bei P&C. Hier wollen Annalena und Jasmin das perfekte Red Carpet Outfit shoppen. Ja, schon ganz hübsch. Ja, ich finde es ein bisschen zu klassisch. Bei dir ist es vielleicht ein bisschen zu sportlich. Ja. Wir suchen die goldene Mitte, ne? Goldene Mitte. Sollen wir nochmal? Ja. Wow, super schön. Ich liebe es auch. Total schön. Das kann man auf jeden Fall anziehen. Das finde ich genau richtig. Ist genau die perfekte Mischung. Ich freue mich. Bis gleich. Was für ein schöner Mädchentag. Juhu. Und morgen im zweiten Teil Jasmin beim New Faces Award und jede Menge Stars auf der Aftershow-Party.